Der große Preis von Spanien ist schon seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und das aus gutem Grund. Denken Sie nur mal an den verregneten Grand Prix von 1996 zurück, den Michael Schumacher dominiert hat, als er seinen ersten Sieg für Ferrari einfuhr, oder an so viele andere legendäre Momente auf dieser Strecke. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist eine Strecke, die die Fahrer von den Tests im Winter bestens kennen. Spannung und Überholmöglichkeiten versprechen vor allen Dingen die lange Gerade und die DRS-Zone vor Kurve 1. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Nun lass uns ganz kurz über Lewis Hamilton sprechen. Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfach. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Mick Schumacher steht auf der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Perez, Verstappen, Carlos Sainz und Albon, Stroll, Ocon, Mr. Monaco und Sebastian Vettel. Hamilton, er hat eine Gridstrafe erhalten. Ricciardo, Charles Leclerc und Norris, Gasly, Quert, George Russell und Romain Grosjean. De Vries, Magnussen, Latifi und Antonio Giovinazzi startet aus der letzten Reihe. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Let's see if we can keep the momentum up. Let's get another podium. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1 2020, meine Teamkarriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, eigentlich wollte ich sagen, das ist ja gestern nicht so gut gelaufen im Qualifying, aber jetzt möchte ich in erster Linie sagen, Mensch, da hat aber Hamilton richtig Pech diese Saison und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie lustig oder sowas, sondern wirklich schade für ihn, denn das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er eine Crit-Platzstrafe bekommen hat, weil er neue Komponenten einbauen musste. In China war dasselbe Problem, dadurch kam er ja auch nicht in die beste Position. Gut, im China-Rennen selber hatte ich auch nicht unbedingt dann die beste Position, hat mich aber trotzdem dann sehr gut zurückgekämpft. Und ja, jetzt dachte ich, jetzt bin ich mal derjenige, der so ein bisschen ja hinten dran ist, zumindest mal von den Top-Teams und den Top-Fahrern. Aber nein, Hamilton startet genau zwei Positionen hinter uns. Also ja, wenn man es jetzt auf die Linie betrachtet, genau hinter uns. Denn er hat neue Komponenten eingebaut. Ich wiederhole das nochmal. Und das bringt uns zumindest mal im WM-Kampf in eine deutlich bessere Position. Ich meine, klar, Mick ist da natürlich auch mit dabei, unser Teamkollege, im Kampf um die WM. Also der haben wir bei den vorne. Aber er ist immerhin ein ja, Gegner im Kampf um die Weltmeisterschaft im eigenen Hause. Sprich, er holt dann im Zweifel einfach gut Punkte auch fürs Team. Denn die Konstrukteursmeisterschaft ist ja auch das ganz, 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 ganz große Ziel. Und dementsprechend passt es schon. Also die Ausgangslage ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist, wenn du das Qualifying verpasst haben solltest. Ja, also es hat geregnet. Reifen haben nicht richtig funktioniert oder ich habe es nicht richtig zusammenbekommen. Setup hat nicht ganz so gut funktioniert im Regen. Ich hoffe jetzt, es funktioniert im Trockenen auf jeden Fall. Ja, P9 oder P10 wäre, ja, ist nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Und ich glaube auch nicht da, wo ich sein könnte. Und deswegen denke ich mal schon, dass wir den Kampf nach vorne angehen können, sofern wir gut durch die ersten Kurven kommen. Aber nicht lange schnacken, wir gehen ganz schnell in die Strategie und ja, da steht es auch schon. Die Medium-Hard-Strategie ist hier definitiv die schnellste, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Hätte ich auch, wenn das Qualifying trocken gewesen wäre, drauf spekuliert, das habe ich ja auch schon gesagt in der letzten Folge. Aber das Problem ist jetzt, es werden halt alle Teams auf diese Strategie gehen. Davon gehe ich stark aus, deswegen haben wir jetzt ja keinen strategischen Vorteil, sondern es kommt jetzt rein auf die reine ja, Grundpace an. Sprit nehmen wir mal ja ein bisschen extra mit, so viel extra brauchen wir nicht. Und dann würde ich aber sagen, jetzt wirklich lang genug geschnackt, wir gehen rein in die Einführungsrunde. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Ja, Spanien hat jetzt in der Vergangenheit hier in den F1-Karrieren immer wieder für sehr geile Rennen gesorgt. Auch schon letzte Saison
habe ich es ja tatsächlich geschafft, eine Last-to-First-Challenge tatsächlich zum Erfolg zu krönen. Also ich bin vom letzten gestartet. Dank der sehr guten Strategie habe ich es dann auf den ersten Platz gebracht. Aber wie schon gesagt, die Strategie wird heute nicht so entscheidend sein, weil alle irgendwo die gleiche Strategie fahren werden. Das war ewigen, da gibt es keine Unterschiede. Durch den Regen starten einfach alle auf Medium. Deswegen kommt es jetzt rein auf die Performance an. Und ich denke mal, Mick und Bottas da vorne können halt natürlich schon ein immenses Pensum abspulen und da vorne wegziehen. Aber ja, was ist trotzdem dann mein Ziel? Also sollte das eintreten, dass sie da vorne dominieren? Naja, auf jeden Fall Hamilton schlagen, der mehr oder weniger direkt bei uns startet. Und natürlich trotzdem gut nach vorne durchs Feld kommen. Das ist natürlich auch schon das Ziel. Das heißt, ja, Podium wäre schon nice. Wird nicht einfach, aber Platz 3 wäre heute definitiv mein Ziel. Es ist ein sehr schwieriges Ziel, aber ja, ich werde es versuchen anzugehen. Und drück mir die Däumchen, dass das gelingt. So oder so wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung beim großen Preis von Spanien hier auf dem Circuit de Catalunya Barcelona. Oder Barcelona Catalunya sehe ich gerade da rechts. So rum ist die Reihenfolge, ich verwechsel es immer wieder. Es tut mir leid, ihr wisst, was gemeint ist. So oder so, schön, dass du am Start bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt bei diesem heißen Ritt in Spanien. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Start. Wieder mal turbulent, aber das ist Spanien. Das ist ganz klar. Vettel macht schon gut Druck. Ich habe mich relativ früh nach rechts positioniert, weil ich wusste, da habe ich die besseren Chancen. Das ging jetzt auch auf. Man hat auch gesehen, Hamilton war eigentlich schon vorbei und dann ist er jetzt doch wieder zurückgefallen, weil er einfach auf der Außenlinie stand oder fuhr. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, erstmal reinkommen hier ins Rennen. Staut sich, ich weiß nicht, ob das so schlau ist hier außen versuchen. Ja. Erstmal reinkommen jetzt. Ja, im dritten Sektor hat sich gezeigt, dass unser Fahrzeug gerade auch im Regen wohl mit das Stärkste war. Für im ersten Sektor ein bisschen schwächer. Gucken, ob wir das auch im Trockenen so umsetzen können. Lasse Mick. Mick ist vorne geblieben. Erste Runde überlebt, Position gehalten, das ist schon mal sehr gut. Ja, und dass der Motor schon ein bisschen Wasser auf dem Buckel hat diese Saison, ist klar. Jetzt müssen wir einmal mal gucken, wie es läuft. Spanien natürlich eine Strecke. Da muss man sich die Reifen schon sehr gut einteilen. Und auch gerade im Zweikampf aufpassen, dass man da nicht zu wild rangeht und alles sich zerstört. Da ist Geduld wichtig. Und dann die Chancen eiskalt nutzen, wenn sie aufkommen. Hamilton ist erstmal noch mit Vettel beschäftigt. Das heißt, wir können uns komplett nach vorne fokussieren. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within one second of the car ahead and in the DRS zone. Is dropping back by about 3/10 a lap. Ah,
verwirbelte Luft merkt man schon, ey, in diesen schnellen Kurven. DRS ein bisschen mehr dazu nehmen. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Man merkt auf jeden Fall, dass es im Qualifying geregnet hat. Es ist nicht so viel Grippe auf der Strecke. Also da hat der Regen natürlich da das komplette Qualifying über den Gummi schon gut weggespült, der über das Training drauf gekommen ist. Schon ein bisschen rutschig der Asphalt. Aktuell komme ich kein Stück näher. Müssen wir auf unsere Chance noch ein bisschen warten. Wie gesagt, Geduld ist hier wichtig. Ich muss ja ein bisschen eine andere Linie fahren, wenn ich da irgendwo eine Lücke vielleicht aufreißen will. Ja, man merkt so, in die Kurven rein, deutlich schneller unser Fahrzeug im Vergleich zum Renault. Ich denke mal, wenn ich raus bin aus der verwirbelten Luft, dann könnte ich auch deutlich schneller, aber klingt jetzt gerade alles nichts, ich schaff's gerade nicht. Einen Angriff zu setzen, jetzt kam ich auch nicht gut aus der letzten Kurve raus. Einfach nur stupides Hinterherfahren. Move. Good job. Nice one. Ja, danke Chef. Fand ich auch ein geiles Überholmanöver. Perfekt umgesetzt. Habe ich mir das vorgestellt. Oh, verdammt, zu viel erst verballert. Aber Stroll jetzt erstmal kein DRS vom Vordermann, weil er zu weit weg ist. Das heißt, den müssen wir jetzt relativ fix attackieren können. Und wenn wir vorbei sind, dann müssen wir da aber auch gucken, dass wir da direkt einen Gap rausfahren, damit da auch kein Konter oder irgendwas kommt. So weit weg. Das wäre mit der Brechstange. Also muss das Startziel sein, da muss ich jetzt gut durch den letzten Sektor kommen. Ein leichter Quersteher, aber halb so wild, glaube ich. Ja, man kann einfach nicht so krass pushen, aber das müsste trotzdem reichen. You're gaining on the car ahead. Ja, man zieht zurück, sehr gut. Alles klar, jetzt Feuer frei für uns.
Ja, keine verwirbelte Luft. Das ist schon viel besser. Upsala. Ja, so viel dazu. Das Auto fast weggedreht. Oder weggeschmissen. Ja, sehr gut. Ja, ihr merkt schon, ich habe jetzt nicht viel kommentiert, aber ihr habt schon gemeint, ich muss das nicht immer begründen. Ihr wisst schon, wenn ich weniger laber, dann ist mehr Rennaction von lieber definitiv da. Ist jetzt ein sauberes Rennen. Jetzt mal gucken, ob wir die Lücke auf Alexander Albon zufahren können. Das wäre schon gut. Ich bleib hier mal im siebten. Immerhin jetzt keine verwirbelte Luft, wie gesagt. Ich glaube, das kann uns schon sehr gut helfen. Vom Reifenmanagement her war das Setup sehr gut sogar. Das war da die schnellsten Runden, aber Mick bleibt noch vorne, sehr gut. Aber ich konnte auch direkt, sehr gut. Wichtiges Ausrufezeichen nach vorne. Dass Sie wissen, da hinten ist ein Schneller. Der möchte auch wieder nach vorne kommen. Ja, und Hamilton tut sich noch schwer. Da hinten. So wie sehr gut kommt. So, hätte ich jetzt nicht auf Mager fahren sollen, alles. Okay, some information on Perez. They seem to have an issue. Ja, und Perez ist, glaube ich, vorne mit dabei. Sehr gut. Das heißt, da können wir auf jeden Fall ein bisschen aufholen. Auf jeden Fall auf. Schon mal sehr gut. Ja, ist krass. Also wenn du nicht in der verwirbelten Luft bist, fühlt sich das alles so unglaublich viel besser an. Okay, gap ahead is 2.6 seconds. Kämpfen jetzt da vorne natürlich auch, weil Perez Problem hat, ein bisschen langsamer ist, da kommen die natürlich in Angriffsposition. Und wenn die jetzt ein bisschen kämpfen und Perez sich dagegen wehrt, dann kommen wir natürlich umso schneller ran. Und dann ist das Ziel P3 auf jeden Fall schon relativ früh, würde ich sagen, in greifbarer Nähe. Aber noch sind wir nicht dran und noch vor allem sind wir nicht vorbei. Und wie schwer das ist oder wie lange man da zum Teil braucht zu überholen, trotz einem doch mittlerweile ganz gut überlegenen Auto, hat man jetzt gerade ja gesehen. Beim Red Bull ist jetzt dran am Racing Point. Jetzt schaffen wir es, uns direkt DRS abzusnacken. War genug dran, wären wir. Ich weiß nur gerade gar nicht, wo der Messpunkt hier ist. Ich glaube schon, dass es gereicht hat für DRS. Ja, sehr gut. Ah, einen Angriff können wir leider nicht machen. Jetzt sind wir zu weit weg gewesen. Den Rad nämlich gerne in Kauf. Aber das war trotzdem ein gutes Manöver, wie es der Chef sagt, auf jeden Fall. Nein! Nein! Nein, ich hab's noch gerade gemerkt. Ich glaube, der ist noch innen. Ich kann nicht pushen. Jetzt. Glück gehabt, ey. Das hätte fast in der Mauer landen können. Gut noch abgefangen, den Spaß. Oh Gott. Ich hab mich gerade schon in der Wand gesehen. Oh, das war Glück. Warum jetzt der Alexander da nicht vorbeigekommen ist, also Alex, weiß ich nicht. Aber ist mir jetzt auch egal, wir sind auf jeden Fall noch dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schockmoment. Bin wieder da. Ah, die Hinterreifen sind irgendwie am Glühen. Oder so, keine Ahnung. So, da gehen wir jetzt aber vorbei.
Das Setup ist doch ein bisschen sehr belastet, die Hinterreifen doch mehr als gedacht. Ich hätte wohl doch mit dem 10er Flügel fahren müssen hinten. Ja, das hätte auch uns im Quali vieles vereinfacht, denke ich mal, aber gut. Man kann es nicht immer perfekt machen. Dafür sollten wir auf der Geraden aber halt zumindest mal vielleicht 1-2 km/h mehr in den entscheidenden Momenten rauskitzeln. Und dann passt es schon. Und ich kann es ja kontrollieren. Alles gut. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Zeit verloren durch die Aktion. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir... Müssen wir halt gucken, dass wir da auf Verstappen wieder aufholen. Das war natürlich jetzt nicht so gut. Aber wenn das der einzige Fehler bleibt jetzt in dem Rennen, soll es mir recht sein. Da vorne ballern die eine schnelle Runde nach der anderen. Gucken, ob ich da auch gleich wieder mitkontern kann. Ja, perfekt. Nee, Bottas, die gönne ich dir nicht, die Runden. Okay, das ist schlecht, aber noch sind wir eh nicht dran. Also, das war gerade der DRS-Flügel, ist gerade defekt. Die Meldung. Ist eh noch 2 Sekunden weg. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out. We can work on a fix remotely. We're approaching the pit window. You'll be on the hards. Salah. Ja, wir sind noch nicht ganz bei Rennhalbzeit, also da ist noch einiges drin. Mal gucken, man merkt auch schon, dass die Reifen schon gut abgenommen haben. Also richtig krass pushen ist auch nicht. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu überfahren in dem Moment. Aber wir haben jetzt halt noch 2 Runden mit denen, die müssen jetzt halt noch durch. Ja, das Abstand bleibt gerade gleich. Also das Sacken seins, wir fahren alle gerade die ähnliche Speed hier, ähnliche Pace. Ja, das wird noch ein ganzes Arbeit, wenn ich hier aufs Podium kommen will. Das Mittelfeld ist halt echt sehr stark in dieser MyTeam-Karriere. Na klar gibt es Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 Team, so von der Stärke her, aber das ist in so einem minimalen Bereich. Das macht es halt auch so spannend und so interessant. We're trailing our teammate by 12.0 seconds. We expect the grip levels to start falling away soon. Beide jetzt in der Box. Vielleicht schaffen wir einen Overcut gegen die. Vielleicht schaffen wir ja einen Overcut gegen die.
wäre schon ganz nice. Deswegen jetzt pushen auf jeden Fall. Weil die werden jetzt auf hart gehen. Die harten werden nicht sofort funktionieren. Das ist sicher. Oder geht jetzt auch rein? Oh, okay, das ist doof. Das ist natürlich doof, ey. Ich muss jetzt nochmal eine Runde länger. Jetzt wird der Overcut nicht gelingen, denke ich mal. Weil nur sehr schwierig gelingen. Naja. Zeiten sind aber trotzdem noch ganz gut von uns. Trotzdem ist nochmal eine echt schnelle Runde fahren. Alles nochmal rausholen aus den Reifen. Aus der Batterie. Wir dürfen jetzt nicht, weil wir jetzt länger draußen bleiben, zu viel Zeit verlieren. Im Gegenteil, wir müssen vielleicht gucken, dass wir es vielleicht sogar gewinnen. Dann gehen wir jetzt rein. Gebremst. Oh, egal. Oh, 2,7. Das muss schneller gehen. Ja, die sind vorbei, verdammt. Verdammt. Ja, ich hätte halt direkt reingehen müssen, also da, wo Mick rein ist, so wie es geplant war, dann hätte das vielleicht geklappt. Aber, naja, egal jetzt. Muss man trotzdem gucken, dass wir da irgendwie rankommen. Das wird noch eine Menge Arbeit jetzt, um da noch aufs Podium zu kommen. Mehr ist auf jeden Fall nicht drin. Haben wir dadurch hinten raus auch ein bisschen mehr Speed. Wer weiß das schon. Muss halt jetzt aufpassen. Nicht das Ganze überfahren. Ruhig bleiben. Geduldig bleiben. Das ist der Weg hier. Wie man das zu fahren hat. The gap to the car ahead is 1.8 seconds. Okay, einlenken will er noch nicht so richtig. Ja, die Reifen brauchen halt echt ein bisschen, bis die funktionieren hier. Mal, wir kommen ran an Verstappen. Ist schon mal gut. Oh, aus Versehen. Zweimal hochgeschaltet. Nervöser Hochschaltfinger gehabt.
Fahrzeug ist aber ganz gut. Strecke ist auch schneller geworden, Fahrzeug natürlich leichter. Da funktioniert das mit den Harden auch ganz gut. Okay, Mick und Bottas kämpfen da vorne. Ich hoffe, da geht nichts schief. Mick, zeig, was du kannst. Somewhere on the ICE, be aware that we will start to see a loss of power. Ja, Mick ist jetzt erstmal hinter Bottas, wenn ich das gerade auf dem Minimap richtig gesehen habe. Nicht gut, aber vielleicht kann er nochmal kontern. This lap of the race, keep this up. Okay, DRS ist schon mal gut. Jetzt dranbleiben und wieder einfach Geduld zeigen, dann passt das schon. Speed ist auf jeden Fall gut. Also aufpassen wegen der verwirbelten Luft. Okay, we've got plenty of energy. Use the overtake button and have a go. Ganz perfekt auf der letzten Kurve gekommen, leider. Aber manchmal muss man es halt auch auf letzter Rille probieren. Und hat geklappt, sehr gut. Wichtig. Wichtiges Überholmanöver. Our gap to the car in front is 2.2 seconds. So, komm. Mission, Podium muss drin sein. Sainz muss machbar sein. Gedacht, dass das Rad steht. Ein bisschen zu viel riskiert beim Anbremsen. Aber wenn man aufholen will, muss man auch Risiko eingehen, sonst geht's nicht. Puh. 2 Sekunden zu Sainz. Ist machbar. Ja, und Bottas erscheint ultra schnell. Also Mick kann da nicht mithalten, wie man sehen auf der Minikarte. Hamilton jetzt auch ganz fix unterwegs da hinten. Hat sich jetzt auch da ein bisschen gefreut. Ja, wie schon gesagt, die Mercedes sind aktuell ein gutes Stückchen schneller wieder und absolut das stärkste Auto. Und Bottas und Hamilton sind natürlich auch keine schlechten Fahrer. Aber das macht ja das alles auch irgendwo so spannend. Aber umso wichtiger ist es jetzt natürlich, ja, danach erst anschalten können. Umso wichtiger ist es natürlich jetzt,
die wichtigen Punkte auch als Team mitzunehmen. Und deswegen wäre natürlich ein dritter Platz natürlich schon deutlich besser als ein vierter Platz. Und Podium ist immer schön, nachdem ich ja das Quali quasi verkackt habe. Also ich denke mal, da wäre schon was gegangen. Man sieht ja die Speed von der Spitze. Konnte ich gehen, mehr oder weniger. Auch wenn Mercedes prinzipiell jetzt ein bisschen schneller wirkt. Aber wenn man dann direkt die mit denen fightet, ist das ja auch nochmal eine andere Geschichte. Also von dem her, wäre das Qualifying normal gelaufen, wird das Wetter da nicht so gegen Ende so komisch umgeschlagen oder so schnell, dann hätte ich durchaus, man hat es ja gesehen, in Q1 und Q2 durchaus in die ersten beiden Startreihen kommen können. Und dann hätte man da auf jeden Fall ganz anders das Rennen angehen können, aber deswegen war es von Anfang an. Okay, gap ahead is 1.9 seconds. Aus den Gegebenheiten der neunten Startposition halt eben nur ums Podium zu fahren, und ich finde, das ist auch schon eine Mammutaufgabe, wie man feststellt. Das ist nämlich echt anstrengend. Man sieht, der Sainz ist im Heimrennen echt fix unterwegs, und ich glaube, in der letzten Saison war er nicht auch vorne schon mit dabei, also scheinbar das Heimrennen beflügelt ihn schon richtig hier. Ändert aber trotzdem nichts dran, dass ich auch schon wie in der Vorsaison ihn gegen Ende hier überholen möchte. Ist auch deutlich leichter geworden. Es macht einige Kurven auch ein bisschen angenehmer zu fahren. Das Sappen konnten wir jetzt auch ein bisschen distanzieren. Das ist sehr gut. Also die generelle Speed ist gut vom Fahrzeug. Wie gesagt, das Qualifying hat das Wochenende ein bisschen versaut. Aber hey, das gehört dazu. Und da muss man das Beste draus machen. Das macht dann am Ende des Am Ende der Saison auch ein Weltmeister aus oder eben nicht. Jetzt kommen 8 Runden noch. Beziehungsweise 9 mit der hier. Wir kommen ran an Sainz. Jetzt nur nicht nachlassen. Ja, wie ich es noch gesagt habe im Qualifying, wahrscheinlich wird es dann Regen nach der Siegerehrung oder zur Siegerehrung. Bei 15 Minuten ist das Rennen durch, so lange fahren wir nicht mehr. Ja, was sieht an, der McLaren und Sainz. Betonen Sie immer wieder, das ist kein blödes Geblubbel. Bottas is out in front. Das Feld ist insgesamt super stark. Das macht auch diese dritte Saison alles andere als langweilig.
Berechtigte Sorge von einigen war ja da. Oh ja, dritte Saison wird ja langweilig. Da dominierst du ja alles weg. Ja, Pustekuchen, man sieht. Das ist super spannend. Vielleicht sogar noch spannender als Saison Nummer 2. Und sollte Bottas das Ding gewinnen, dann hätten wir sogar den 6. Sieger im 6. Rennen. Das ist echt krass. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 6 verschiedene Sieger. 6 Rennen. Wann gab es das überhaupt mal in der Formel 1, ey? Also in der echten. So, auf geht's, ey. Nur noch ein Stückchen, dann wären wir am DS-Fenster und dann sieht die Welt schon besser aus, aber mir darf jetzt echt kein Fehler mehr passieren. Der eine muss genug gewesen sein. Ja, und ich glaube, Mick hatte bei einem Zweikampf mit Bottas ein kleines Problem oder eine Berührung oder so, weil Mick verliert auch extrem gerade auf Sainz und mich. Wobei, ja, andererseits, ey, Sainz fährt echt scheiße schnell, ey. Ich gebe hier gerade echt alles. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwas manage gerade. Aktuelles sind die harten Reifen, die wir fahren. Also da gibt es jetzt nichts mit managen, da gibt es einfach nur Knallgas. Das Einzige, was ich manage, ist halt Sprit und Airs. Overtake and burn some of this energy. So, wir haben DRS, das ist super wichtig jetzt. Dass wir da jetzt aber auch dranbleiben. Aufpassen in der verwirbelten Luft, gerade hier durch die rechts hier. Five laps of fuel remaining. Kommt noch Überrundung dazu. Uiuiui, das könnte ja spannend werden. Was für ein spannendes Finale, ey. Hat er jetzt halt auch DRS bekommen, das ist halt nicht so geil. Aber egal, wir bleiben dran. Das ist entscheidend. Hamilton has just put up the fastest lap of the race so far. Ja, Mick hat ein Problem. Hör mir auf, da gab es auf jeden Fall einen Kontakt. Oder so mit Bottas. Es muss ja nur ein minimaler Flügelschaden sein, auf dem Niveau, wo wir hier agieren.
kann das schon echt einiges ausmachen. Das Problem ist, ich muss auf jeden Fall, wenn ich an Science vorbei will, muss ich es jetzt machen. Weil wenn Science es schafft, ins CS-Fenster zu kommen von Mick, dann werde ich Science nicht bekommen auf den Geraden. Verdammt, Quersteher, nicht gut. Ah, ich bin zu weit weg wahrscheinlich, oder? Verdammt! Das war kacke. Der Quersteher war es jetzt. Ja, push, 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 push. Upsala, bisschen zu weit. Science pusht halt auch die Hölle gerade raus. Jetzt aber. Ja, in der Runde habe ich jetzt, glaube ich, so hart gepusht wie das ganze Rennen nicht. Und ich pushe uns das ganze Rennen. Wie ein Irrer. Das war jetzt so wichtig. Komm, weiter geht's. Jetzt direkt in der frischen Luft, der nicht verwirbten Luft hier weiter pushen. Das merkt man halt so direkt, wie viel mehr Grip man da einfach hat. Das ist der Wahnsinn. Nicht gut, da innen ist gar kein Grip. Zwar der kürzere Weg, aber ich glaube, jeder, der Formel 1 spielt, weiß, das ist da drin, sollte man nicht unbedingt drüber fahren. Jetzt konzentriert bleiben, komm. Nicht, dass jetzt hier Science gleich den Konda fährt. This is your final lap, of the race. Gap to car in front is 1.9 seconds. Expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Glückwunsch an Bottas. Glückwunsch an Mick. Und Glückwunsch an uns. Yes, baby. Woo! Nice. Really well. Super. Ey, war das anstrengend. Oh. Ja, Lewis auch gute Aufholjagd, ey. Oh Mann, ey. Was ein Rennen, ey. Das war's, ein spektakulärer Sieg hier in Spanien. Das gibt ordentlich Selbstvertrauen für die nächsten Rennen. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht?
Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich verdient. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Mr. Monaco vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Das Team mit dem fahrenden Boss übernimmt die Führung in der Tabelle. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, das ist doch mal ein krasses Rennen gewesen. Also ich glaube, man hat einfach auf der Tatsache, dass ich nicht so viel geschnackt habe, glaube ich, hat man die Anstrengung, glaube ich, schon gemerkt. Also ich glaube, ich bin echt jede Runde ziemlich krass am Limit gefahren. Das Setup war jetzt zurückblickend betrachtet auch echt nicht das Beste. Es war sehr, 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 sehr. Also, ihr habt auch gemerkt, das Fahrzeug fühlt sich fantastisch an. Counter gab es heute eigentlich gar nicht. Genau deswegen einfach. Also, ich glaube, der Regen im Qualifying hat schon die Schwächen aufgezeigt. Ich glaube, die Konkurrenz konnte doch gerade durch Sektor 1 deutlich stabiler fahren. Ich konnte nie so richtig pushen. Und ja, also was könnte man machen tatsächlich, um das zu ändern? Tatsächlich nochmal einen Klick mehr Heckflügel. Das würde gar nicht so viel Topspeed kosten, weil man einfach viel mehr Speed aus den Kurven mitnehmen könnte. Und glaube ich tatsächlich einfach hinten oder vielleicht sogar, also entweder hinten ein Klick Stabi weniger oder tatsächlich vorne ein Klick mehr. Vielleicht sogar auch beides. Würde das Ganze nochmal ein bisschen in der Balance stabilisieren. Ja, das habe ich ein bisschen verpasst, glaube ich, im Training. Da war ich einfach zu sehr zufrieden, glaube ich, mit dem Setup und habe da die Schwächen nicht so direkt erkannt. Sonst wäre wahrscheinlich im Qualifying mehr gegangen vielleicht, wobei das am Ende war natürlich sehr unglücklich mit dem Wetter, ganz klar. Und vielleicht wäre dann im Rennen das auch nochmal ein bisschen stabiler gewesen, wäre ein bisschen entspannter vielleicht gewesen für mich. So war es doch ein sehr anstrengendes Rennen, auch gerade jetzt am Ende gegen Sainz, ey, das war echt auf letzter Rille auch da, dass ich wirklich da rangekommen bin fürs Überholmanöver. Aber Sainz wieder super stark. Also wie schon in der Vorsaison hat Sainz, glaube ich, sogar den zweiten oder dritten Platz gemacht am Ende. Also ja, hier im Heimrennen scheint der Spanier richtig, richtig stark auftrumpfen zu können. Aber trotzdem, es unterstreicht halt nochmals, wie eng es eigentlich ist. Ne? Ich meine, Racing Point ist rein auf dem Blatt Papier eigentlich das drittstärkste Fahrzeug. Die sind aber hier jetzt nur auf 8 und 10. Ne? Also so einfach ist es nicht zu sagen, hey, ich habe das beste Auto, ich kann easy durchpflügen. Sowas hatten wir auch schon in den F1-Karrieren. Ich erinnere da nur an F1 2019, als ich ja mit McLaren gefahren bin. Da hatten wir schon in der zweiten Saison so ein übertrieben krasses Auto, dass die Konkurrenz eigentlich keine Chance hatte. Da hätte ich eigentlich jedes Rennen wahrscheinlich auf dem letzten Platz starten können. Na gut, sagen wir fast jedes und hätte trotzdem wahrscheinlich bis ganz nach vorne fahren können. Hier ist es nicht so einfach. Also heute hätte ich keine Last-to-First-Challenge machen können. Ihr habt gesehen, ich habe es von Platz 9 versucht und es war ein harter Kampf, aber ich bin mehr als happy mit diesem dritten Platz. Ich habe gesagt, das ist das Ziel und ich habe es am Ende erreicht und umso glücklicher bin ich jetzt. Mega. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Es waren so geile Überholmanöver auch mit dabei. Also ich glaube auch auf jeden Fall sehenswert. Ja, in der Meisterschaftstabelle ist es nach wie vor super, super spannend. 106 Punkte für mich. Mick mit 97. Hamilton hat ja ein bisschen liegen lassen. Jetzt führt Bottas wieder aufgeholt mit seinem ersten Saisonsieg. Und damit der, ja, ich sage es nochmal, der sechste Sieger im sechsten Rennen dieser Saison. Also das ist echt krass. Gewonnen hat bis jetzt tatsächlich, ja, genau die eigentlich auch hier auf den ersten sechs Plätzen sind. Ja, Leclerc hat gewonnen, Ricciardo hat gewonnen, Bottas hat schon gewonnen, Hamilton hat gewonnen, Mick hat schon ein Rennen gewonnen und ich habe ein Rennen gewonnen. Also, das ist doch schon mal richtig geil. Also, wenn man nach der Tabelle hier geht, müsste jetzt Vettel oder Stroll dann wohl der Nächste sein. In der Konstrukteursmeisterschaft ist es ein bisschen eigentlich enger geworden. Das haben die Kommentatoren ein bisschen falsch gesagt, denn wenn ich richtig rechne, hat Mercedes ein ganzes Pünktchen aufgenommen.
rausgeholt. Ist natürlich nicht viel, aber wenn man es mal zusammenrechnet, Bottas 25 Punkte, Hamilton 9 Punkte, macht natürlich in der Summe 34 Punkte. Rechnen wir die Punkte von Mick und meiner 1 zusammen, also 18 plus 15, dann sind das 33 Punkte, also ein Punkt, wie gesagt, hat Mercedes gut gemacht, auch weil natürlich Hamilton einen Punkt für die schnellste Rennrunde bekommen hat, aber die absolut verdient. Also man sieht Mercedes hier aktuell auf jeden Fall das Maß der Dinge, was die Speed angeht. Also da kamen Mick und ich auch nicht ran, als Bottas da auch mal eine schnelle Runde gefahren hat. Also da müssen wir in den Entwicklungen natürlich jetzt wieder ranklotzen und wieder rankommen, das ist ganz klar. Und jetzt habe ich aber wirklich... ja, so viel geschnackt, was ich das ganze Rennen nicht geschnackt habe. Also ihr habt gemerkt, in meinem Kopf hat es gerattert, aber ich habe es nicht ausgesprochen, weil ich den Fokus aufs Rennen gelegt habe. Und jetzt muss das alles raus, diese ganze Emotion. Und ich glaube, das ist aber auch mit der Grund vielleicht, warum du so gerne hier das Let's Play anguckst, weil ich immer nach wie vor mit voller Feuer und Emotion an der ganzen Sache mit dabei bin. Aber jetzt bin ich still. Ich sage vielen Dank nochmal. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch beim nächsten Rennwochenende wieder dabei bist. Da geht's nach Monaco, Monte Carlo. Ein ja, prestigeträchtiges Rennen. Ich bin mal sehr gespannt, was uns da erwartet. So oder so, ich lasse dich mit den Highlights alleine. Viel Spaß damit. Wir sehen uns dann hoffentlich, wie gesagt, beim nächsten Rennwochenende wieder. Mach's gut. Ciao.